Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem neuen Build. Und zwar geht es heute um ein Solo-SMG-Build, mit dem ihr tipptopp herausfordernd Content machen könnt. Ihr könnt damit auch Heroic-Content machen, aber wir spezialisieren uns hier einfach auf Geschwindigkeit und da ist herausfordernd der ideale Schwierigkeitsgrad. So, wir spielen das Ganze wie folgt. Fangen wir mal hier bei den Waffen an. Was wir brauchen, ist eine Maschinenpistole mit überdurchschnittlicher Reichweite im Vergleich zu den anderen. Ja. Also wir haben, also ich habe jetzt eine AOG gefunden, auch heute erst mit zwei God Rolls drauf. Plus meiner Rekalibrierung haben wir hier ein Dreifach God Roll mal wieder. Ich war wieder lucky, aber 15% MP-Schaden, 21% Chance of Crit, das sind die zwei Stats, die wir immer drauf haben wollen. Die sind auch, glaube ich, auf jeder MP, wenn ich mich nicht täusche. Und bei den Attributen könnt ihr variieren, was euch halt am liebsten ist. Ja, ich habe jetzt die Feuerrate draufgelassen, weil sie eigentlich nicht schlecht ist. Talent strapaziert. Sie erhalten pro 0,5 Sekunden, die sie schießen, plus 10% Schaden durch kritische Treffer. Kann bis zu 5-mal gestapelt werden. Das kommt genau hin. Ich zeige euch mal ganz kurz die Mods. Also generell gilt für die Waffe eigentlich nur, wenn ihr mit eurem Build nicht auf 60% Crit kommt, gleicht ihr das durch die Mods auf der Waffe aus. Beim Zielfernrohr habt ihr die Wahl zwischen russisches Leuchtpunktvisier, das ist Schaden durch kritische Treffer, und dann gibt es weiter unten hier noch die Zieloptik C79, die hat halt die 5% Chance auf Crit. Und genau dasselbe gilt halt auch für die anderen Teile. Hier haben wir den Osprey 9 Schalldämpfer, der hat Crit Chance, und dann gibt es noch die 9mm Mündungsfeuerdämpfer, 5% Schaden durch kritische Treffer. Und das gibt es natürlich beim Griff auch. Laserpointer, Chance auf Crit und kurzer Griff, Schaden durch Crit. Ja, das sind die Dinger, mit denen ihr variieren solltet. Und beim Magazin machen wir eigentlich nichts anderes, außer 20 Patronen hinzuzufügen. Wir geben dafür ein bisschen Nachladetempo auf. Ist uns aber egal. So, ich habe es mit mehreren Waffen ausprobiert tatsächlich. Eine Alternative ist Sicherheitsabstand oder eine MP. Eine MPX ist das, glaube ich. Hier ebenso MP-Schaden, Chance of Crit. Hier habe ich Magazingröße. Das wäre beim anderen, also bei meiner AOG, ist tatsächlich sogar besser. Aber die MPX kommt hier mit perfekter Außenseiter nach dem Töten eines Feindes, während 10 Sekunden lang 125% optimale Reichweite und Präzision gewährt. Ist auch eine Alternative, vor allem wenn ihr ein bisschen Abstand gewinnen wollt, ist die Waffe tipptopp, also auch wenn es ein normales Außenseiter ist, weil das kommt ganz drauf an, wie ihr spielen wollt. Ich spiele das Ganze einfach rein in die Olga und gebe ihm, und deswegen habe ich hier strapaziert. Ansonsten talentmäßig gibt es eigentlich nicht viel Auswahl, das ist eins der besten. Und dann kommen wir auch schon zur zweiten Waffe, und da habe ich die süße Träume exotisch Schrotflinte. Warum? Einfach nur wegen Sandmann. Nahkampfangriffe töten nicht Elite-Gegner sofort. Cooldown 15 Sekunden, das ist ein super kurzer Cooldown. Die Rolls sind nicht allzu gut, aber sie macht halt trotzdem 1,1 Millionen Schaden. Das heißt, kommt euch wirklich einer zu nahe, könnt ihr mit dem entweder niederprügeln, wenn es ein roter oder ein violetter Gegner ist, oder wenn es ein gelber ist, dann ballert ihr ihm halt einfach ins Gesicht, falls ihr gerade keine Munition in der AOG habt oder in eurer Maschinenpistole, whatever. Alternativ? Alternativ gibt es eigentlich gar nicht so viel. Alternativ würde ich eigentlich fast nichts anderes empfehlen, außer halt eine Schrotflinte, weil das macht eben dieses Bild so gut. Kommen wir zur Pistole. Die Pistole ist in dem Fall sogar wichtig, denn die spielt im Bild eine Rolle von Synergie. Ich habe hier eine D50 mit 387.000 Gesamtschaden. Warum? Das ist halt die Pistole momentan mit dem höchsten Schadenswert, die ich im Besitz habe. 14% Pistolenschaden drauf, 4% Rüstungsschaden, ist halt nicht der göttlichste Roll, aber whatever. Mit dem Talent Killer, das Töten eines Gegners mit einem kritischen Treffer gewährt 10 Sekunden lang 40% Schaden durch kritische Treffer. So, Killer ist ein gutes Talent auf der Pistole. Ich lasse das jetzt mal so stehen, wir gehen weiter durchs Bild. Und jetzt gehen wir direkt zum Holster, dann versteht ihr auch, warum die Pistole. Ich habe hier nämlich ein Dodge City Revolver Helden Holster. Das habe ich aus der Eventbox gezogen. Das kam God Roll raus. 15% Waffenschaden, 14% Waffenhandling, 10% Kopfschussschaden.
Während die Pistole im Holster ist, erhält man 0,5 Sekunden lang eine Stapelverstärkung von bis zu 100. So, wenn man zur Pistole wechselt, verbraucht der erste Schuss die Stärkung und fügt pro Stapel 10% Schaden zu. Erfordert Pistole ausgerüstet. Logisch. Das Ding ist super nice, mit dem könnt ihr nämlich einen Kampf entweder starten oder ihr gebraucht die Pistole ebenso wie die Schrotflinte als Notfalllösung. Ich gebrauche sie meistens eigentlich zu Beginn, denn mit 60% Crit-Chance ist es relativ, oder ist die Chance relativ hoch, dass ihr das Talent Killer triggert, was euch schon mal 40% Schaden durch kritische Treffer mitgibt. Und ja, das sind die Waffen. Das Holster habe ich jetzt erklärt. Wir gehen hier direkt weiter zur Maske. Hier habe ich eine Sokolov Konzern Maske mit Set-Bonus, 10% MP-Schaden, 15% Waffenschaden, 11% Schaden durch kritische Treffer, 6% Chance auf kritische Treffer und nochmal eine Mod mit Schaden durch kritische Treffer. Das gilt die Faustregel, 60% Maximum Crit und dann schauen, dass wir auf Crit-Schaden gehen. Also die Reihenfolge ist im Prinzip in diesem Bild 60% Crit-Chance, dann Waffenschaden, dann Schaden durch kritische Treffer, dann alles andere. Und das ist so die Faustregel. Die Maske, wie gesagt, mit diesen Stats. Dann haben wir des Teufels Lohn. Nee, doch, des Teufels Lohn, na klar. Cesca Verova, ein Teil, Chance auf kritische Treffer, da kommen 10% Crit-Chance her. Waffenschaden ist leider ein bisschen low. 12% Schaden durch kritische Treffer, 3,5 Chance auf kritische Treffer, auch leider ein bisschen low, wie gesagt, das Bild ist noch ausbaufähig. Und bei der Mod habt ihr ein paar Auswahlmöglichkeiten, aber zuerst gehen wir aufs Talent ein. Perfekte Umklammerung. Kritische Treffer reparieren 20% der fehlenden Rüstung, solange man weniger als 2,5% Rüstung hat. Kills ermöglichen es ihnen 4 bis 10 Sekunden lang bis zu 100% ihrer Rüstung zu reparieren auf Basis ihres roten Kernattributs. Das zum Talent, das ist eigentlich eins der Hauptgründe, warum das solo-tauglich ist. Wir können halt Rüstung regen durch Kills. Und kommen wir nur kurz zur Mod. Mod-technisch gibt es ein paar Möglichkeiten. Also ihr könnt entweder hier, so wie ich, Schutz vor Elite-Gegnern reinmachen. Ihr könnt aber auch Rüstung bei Tötung reinmachen. Das würde auch sehr gut synergieren mit dem Bild. Oder ihr macht einfach durchgeführte Reparaturen mit rein für die Drohne. Und das sind eigentlich im Prinzip so die Auswahlmöglichkeiten, die ihr habt. Kommen wir als nächstes zur Brustplatte. Hier haben wir das zweite Teil Sokolov. Dadurch bekommen wir 15% Schaden durch kritische Treffer. Ich habe hier drauf Waffenschaden, Chance auf kritische Treffer, Kopfschussschaden, Schaden durch kritische Treffer als Mod. Hier ist so, Kopfschussschaden hätte ich gern ersetzt durch Schaden durch kritische Treffer. Und natürlich Waffenschaden fehlt noch ein bisschen was. Wie gesagt, verbesserungsfähig. So, vernichtend kritische Treffer erhöhen den Waffenschaden für 5 Sekunden um 1%, kann bis zu 15 Mal gestapelt werden. Wir spielen das Ganze ohne Glaskanone, ganz einfach, weil wir mit dem Bild erreichen wollen, dass wir einfach reingehen können und Speedruns machen können und einfach durch. Dadurch, dass wir keine Glaskanone spielen, verzeiht uns das Bild ein bisschen mehr. Ja, wir bekommen halt hier maximal 15% Waffenschaden. Das ist aber das einzige Talent, das so halbwegs mit Crits synergiert. Deswegen wollen wir das. So, das zur Brustplatte. Und dann kommen wir mal zu den Handschuhen. Hier haben wir die Petrov Dienstleisterhandschuhe, die Nehmthandschuhe. Warum? Das sind die einzigen Handschuhe mit Rüstungsschaden, die es im Spiel gibt. 15% Waffenschaden, Rüstungsschaden. Und hier hätte ich halt auch gern Crit Damage drauf gehabt zum Beispiel. Einfach, weil das dem Bild besser tun würde. Ja, also Waffenschaden, Rüstungsschaden, das sind die zwei Stats, die vorrangig sind. Und dann der dritte Stat wäre halt ideal, wenn es irgendwie Crit-Schaden wäre. Das waren die Handschuhe. Und bei den Knieschützern gibt es auch nur ein Best-in-Slot-Item, momentan Gebet des Fuchses. Ist ein Overlord-Teil, gibt halt Gewehrschaden. Mein Triple God Roll hier, 15% Waffenschaden. 15% Schaden gegen ungedeckte Ziele und hier habe ich 6% Crit-Chance drauf. Als nächstes kommen wir zu den Skills. Wir nutzen natürlich die Reparaturdrohne.
Einfach aus dem Grund, die hält uns am Leben. Zusätzlich zu unserer Rüstungsregeneration, die wir durch das Bild schon haben, sind wir ziemlich tanky, würde ich nicht sagen, aber wir regenerieren recht gut. Ich habe nachher auch wieder Gameplay für euch, da werdet ihr sehen, dass es situationsbedingt ist. Es gibt Situationen, da bin ich halt down gegangen, aber halt nicht gestorben. Ja, als zweites haben wir den Drohnenstock mit Wiederbeleber. Ich glaube, zu den Mods brauche ich nicht mehr viel sagen, das erklärt sich eh teilweise von selbst. Das hilft uns halt wieder auf, falls wir zu Boden gehen sollten. Und wenn man es geschickt spielt, dann passiert das sehr, sehr selten. Und als letztes haben wir natürlich noch die Spezialisierung. Genau. Eintreffende Verstärkungsanforderung. Der Richtschütze. Gehärtete Reparaturkits. Reparaturkits stellen 100% der Rüstung wieder her und gewähren 10 Sekunden lang 30% Bonusrüstung. Ist ja ein netter Nebeneffekt. Wichtig ist hier Verbindungsstück. Jedes dritte Nachladen erfolgt 50% schneller. Das Töten von Feinden gewährt 10% Rüstung mit unaufhörlich auf Rang 3. Das solltet ihr auch unbedingt mitnehmen. Die Granate ist nice to have. Ja, das sind hier die ganzen Spezialisierungstalente. Kommen wir zu den Waffentalenten. Hier wollen wir mitnehmen fangen wir mal richtig an. Hier wollen wir mitnehmen Maschinenpistolen, Pistolen, Schrotflinten in der Reihenfolge. Ja. Dann Nachschublinie gibt euch halt alle 60 Sekunden Munition zurück. Die Feuerrate erhöht sich bei einem Kill für 5 Sekunden um 5%, ist ein nice Talent, und 15% Waffenhandling, während sie sich nicht bewegen, sie müssen eine Sekunde lang bewegungslos verharren, ist situationsbedingt, kommt auf euren Spielstil an, ist bei mir weniger der Fall, weil ich halt meistens irgendwie unterwegs bin. So, das Ganze zum Bild. Wir können gern einen kleinen DPS-Test machen. Dazu laufen wir kurz in den Schießstand und stellen hier einmal um auf Elite. So, das Problem ist jetzt, der ist ziemlich weit weg. Also, der Holster. Ja, das war leider kein Crit. Gut. Jetzt haben wir ein Ziel, das in unserer Reichweite ist. Oh, 6 Millionen DPS. 10 Millionen. 12 Millionen. Und so weiter und so fort. Das Bild steigert halt den Schaden mit der Zeit. Und hier läuft das. Je mehr wir halt kritten, umso besser ist es für uns. Und der DPS-Wert lässt sich natürlich auch noch steigern, indem man halt kritischen Trefferschaden höher hat, als es bei mir halt momentan der Fall ist. Ja, meine Lieben, das war es auch schon soweit zum Bild. Ihr seht, da ist Potenzial drin. Ich habe jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen Gameplay für euch. Da werde ich auch nichts mehr zu sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar, ein Like oder ein Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao. Wenn Posten bestehen, werden die True Sons zur Bedrohung für den Campus. Bei dir. Weitere Gegner gesichtet. Sie bewegen sich Richtung Süden. Sie sind durch ein Tor von ihnen getrennt. Sieht geschlossen aus. Agent, Sie müssen dieses Tor irgendwie öffnen.
zum Angriff. Decken? Mitten am Ziel? Beschwer dich nicht. Ein frisches Magazin. Nächstes Mal gehe ich auf Kopfgeldjagd. Ich auf. Alles sauber. Wiederhole, das Memorial ist sauber. Das können nicht alle sein. Übernehmen Sie das Innere und Henrys Leute kümmern sich um die Umgebung. Stimmt was nicht? Hier kommt Ärger!
allein. Verdammt. Die True Sons haben das Memorial in eine Basis verwandelt. Unter ihnen befindet sich ein stärker gesicherter Bereich. Isaac hat keine Daten dazu. Bleiben Sie wachsam. Keine Ahnung, was Sie erwartet. Hast du das gehört? DC-62 erkannt. Achtung, Isaac hat chemische Munition erkannt. Die True Sons dürfen damit auf keinen Fall entkommen. Sie müssen irgendwie den Tunnel verschließen. Okay, rücke vor! Hier kommt eine Granate! Das ist übel! Laut Isaacs Plänen können wir diese Tunneltür von ihrer Befehlszentrale ausschließen. Dann sollten sie die Mörser mit DC-62 nicht mehr weitertransportieren können. Die Deckung rettet dich nicht. Vorsicht, Lunte brennt. Hab dich. Er nähert sich, greife an. Ja,
jetzt sollten sie keine weiteren Mörser mehr kriegen. Toll, das hältst dich für clever, was? Du Arsch hast dich mit uns eingeschlossen. Ich sorge dafür, dass du verrottest. Gute Arbeit. Gehen Sie wieder nach oben. Das Team vom Campus hat im Memorial Stellung bezogen.